Hallo YouTube und willkommen zurück zu unserem Duell mit dem Yoshi. Sag mal hallo. Weiß Gesundheit. Ist auf den Hamster getreten. Hallo, hallo. So. Ich habe hier mal ein bisschen versucht Holz zu verladen. Den Kran da mal irgendwie so ein bisschen am Baum vorbei zirpen. Ja, so geht das. So. Ich werde mal ein bisschen Holz verkaufen. Nein, du bleibst da. So. Was? Hab ich doch gerade. Das geht doch wieder aus. So. Eine Ladung Holz wegbringen. Und dann geht's an die baulichen Maßnahmen. Ganz so schnell fahren hier. Er schwankt sie. Nicht, dass der Anhänger gleich noch müde wird. Musst du sehr, sehr vorsichtig fahren. Wir sind in der ersten Kurve damals schon fast umgekippt. Und nur fast. Ganz entspannt hier immer. So. So, Sägewerk war da vorne eben. Jetzt mal. Ich muss gleich mal auf die Karte gucken. Was ist hier weg? Hier weg. Aha. Jetzt verkauft er. Schauen wir mal, ob du findest den versteckten Trigger. Ja, haben wir letztes Mal auch, dass der war ja da in die Kurve Holzstadt. Hat geklappt. Oh, jetzt steigt er den Track ein und dann haben wir Ding. Na, nicht ganz 9000. Ist nicht schlecht. Hast du die länger gehabt, weil du letztes Mal so viel da rausgekriegt hast? Nee, ich hab. Ich glaube, 3 oder 4 Ladungen weggebracht. Achso, okay. Wie gesagt, ich habe nur, ich glaube, 2, maximal 3 Bäume raufgekriegt. Ich glaube, 2 Stück und dann war das Ding schon überladen fast. Ich habe jetzt erstmal nur den einen weg, weil ich da ein bisschen Luft habe. Jetzt mal gucken. Ein Hochladen haben wir gekriegt. Dann muss ich gleich noch Wasser organisieren. Und hast du jetzt das Video angeschaut, wo ich dir geschickt habe? Achso, nee, da bin ich noch gar nicht zugekommen. Oder meinst du von unserem... Von unserem Stream-Experiment? Ja, doch, das habe ich mir angeguckt. Katastrophe. Ja, das war redlich eine Katastrophe. Das war ja... Ein Satz mit X, das war wohl nix. Definitiv.
Habe ich das falsche Tästchen gedrückt. So. Hofladen. Da ist der Hofladen. Stellen wir dich denn mal hin. So, so, so. So, Hofladen steht da. Uniform werden für Dienst. Wie viel, weißt du, wie viel du da drin hast in so einem, in deinem Dingsbumstag? In dem Hofladen? Nein, in dem, in deinem Bienenstock. Ich habe mir auch einen Bienenstock hingestellt. Wie viel Honigwaben hast du da reingepackt? Also es gehen rein. Und im Moment, guck ich gleich mal. Es gehen rein 11, 12, 13 Honigwaben und 400 Bienen. Oder waren sogar 14 Waben? Ich glaube, 14 Waben gingen rein. Ich nehme jetzt erstmal 10 mit. Du musst das Ding aber voll machen. Okay. Also 14. 11? 13, 14. So, und wie viele Bienen sind in so einem Karton? 100 Stück. Und 400 gehen rein. Jupp, also 4 Stück kannst du kaufen. 4. Und Bienen hast du so gut wie keine Verschwendung gemacht. Mhm. Achso. Da. So. Muss ich den ganzen Scheiß dann nur noch irgendwie abholen. Du könntest mir aber mal eben die Rechte erstmal wegnehmen. Kann ich das? Das wäre voll nett, wäre das voll. Möchten Sie den Holzanhänger nicht nutzen? Nee, jetzt gerade erstmal nicht. Okay. Ich habe jetzt eine Tour weggefahren. Dann nehme ich sie dir doch erstmal weg. Das wäre voll nett. Tapp ich nicht mehr durch alles durch. Ja, das stimmt. So, fahren wir mal zum Shop und holen wir unseren ganzen Kram da ab.
Können Sie gut drauf? Ja, doch. Das müsste eigentlich gehen. Ich bin ja ein kräftiger Bauer. Davon gehe ich doch ganz stark aus. Heute? Was heute? Wie der Milchpreis heute ist. Ich weiß nicht. Oha, nein, da war ich nicht. Was denn? Ich habe gut gefunden. Ah, da fahr ich doch lieber hin. Haben wir gute Milchpreis? Haben wir das gute Milchpreis? Was ist denn die Milchpreis? 1300. Und aktuell zählt jeder Cent. Das ist korrekt. Oh shit. Tu dir nicht weh. Nee, das sieht nur ein bisschen. Naja, das wird so gehen. Spanngurt und zu, dann hält er so. Und so ein kleiner Tipp am Rande: Bienen können stechen. Ist nicht wahr. Und das tut mächtig aua. Mal ausprobieren. Ja, hast du dich schon mal auf eine draufgesetzt? Zu viel Ferdinand geguckt? Nein, eigene Erfahrung. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Dann sei froh. Angenehm ist wirklich was anderes. Ich hoffe mal, dass die alle hier so ein bisschen auf dem Plattformanhänger liegen bleiben. Hey. Sind die Bienchen auf jeden Fall gut durchgeschüttelt? Die sind wach, die sind produktiv. Oder ich habe sie gleich an der Kehle hängen. Will ich auf jeden Fall sehen, wenn die dir an der Kehle hängen. bin ja Gott sei Dank nicht schadenfroh oder so. Nein, nein. Okay. Gläser liegen jetzt auf dem Kopf, aber ist ja nicht schlimm, ist ja noch nichts drin. Nein, nicht. Wieso? Alter, die sind aber kopflastig, die euren Gläser. Also liebe Imker, ne, wenn ihr das jetzt seht hier, bitte nicht verklagen. Verklagt ihn! Sieht auf jeden Fall spektakulär aus, was ich hier baue. Sieht eher aus, als wenn ich damit gleich irgendwie zum Schrottplatz fahre, um das da abzuladen oder so. Doch einfach drauf liegen. Stapel. Nein. Doch.
Und da ist der erste schon wieder runtergefallen. Alter, mein Anhänger sieht aus. Gut, dass ich überhaupt nicht neugierig bin. Weißt du, was ich richtig schade finde vom Spiel hier? Na? Dass du die Pferde zwar mit dem Pferdetransporter von Trigger zu Trigger transportieren kannst, aber nicht für so Events zum Beispiel mitnehmen kannst. Nee? Das finde ich echt schade. Ja, das stimmt. Ja, also schön geht anders, ne? Das ist doch schön selten. Ja, das stimmt. Hätten die Waben ja auch irgendwie in mal in so eine Kiste verpacken können oder so. Hätte der Fahrradkette, ne? Oder auf Palette. Ah, jetzt weiß ich auch, wofür bestimmt die leeren Paletten sind. Die einzelnen. Brauchst du zwar nicht für diese Produktion, aber da kannst du es bestimmt schöner drauf stapeln. Zumindest die Gläser oder so. Ich bringe jetzt erstmal die Hotte Hüß wieder zurück in den Stall. Schon wieder runtergefallen. Mensch, ja. Bleib da drauf jetzt. So. Wie gesagt, bitte, liebe Imker, verklagt mich nicht. Hier hinten kann ich kein Spanngurt dran machen. Da wäre es echt schon Vorteil gewesen, hättest du den Anhänger so umgebaut, dass die Seitenwände noch mit dran sind. Ah, das wird schon gehen. Ich fahre einfach Außenansicht, wenn was runterfällt, sehe ich es ja. Lässt die Drohne hinterher fliegen, ja. Habe ich meine Schläuche wieder abgebaut? Warum sind meine Schläuche wieder ab? Ich wollte gerade sagen, wieso drehen sich die Räder vom Anhänger nicht und der Trecker fühlt sich so schwer? So. Hast du extra einen Schuppen gebaut für deine Honigproduktion? Für die Verpackung und so? Oder hast du den so auf dem Hof stehen? Im Regen? Das habe ich alles in der Garage drin. Das liegt bei mir alles in der Garage. Okay. So, habe ich ja gesagt, kannst du gerne mal vorbeigucken und es dir anschauen. Ein Garagenbunker sozusagen. Ja. Ja, die Bienen jetzt nicht, nein. Aber der Rest? Ich habe ja noch den kleinen Unterstand. Könntest du zum Beispiel auch alles in der Garage fahren? Ja, die Garage ist zu weit weg. Da muss ich da jedes Mal hin herrennen. Kurze Wege bringen das Geld. Schaukel aber verdächtig hier.
Vorsicht, Schwertransport. Ich sehe es. Mehr schwer als Transport. Ich sag, man könnte denken, ich fahr zum Schrotthändler. Können Bienen kotzen? Könnten sie es, hätten sie es bestimmt schon getan. Nicht, dass dem hier gleich schlecht wird. Oh. Der Tisch fällt hier gleich runter. Ich bin ja zumindest so hoch angekommen. Des Hofes, also des Shops, erlischt die Garantie, das ist dir klar, oder? Ja, ich weiß, es ist drauf geblieben. Bin auf dem Hof angekommen. Okay, gut. Wollte nur sagen. Ja. Ich glaube, ich stelle das da. Ein Stück. Das ja nicht so weit tragen, ne? Hab ich's nachher im Rücken. Aber meine lieben Freunde, wie das denn nachher aussehen wird irgendwann mal, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und ob unsere Bienchen dann auch ein bisschen Honig machen, das sehen wir dann auch. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Gerne ein Abo dalassen. Das Glöckchen aktivieren. Klingelingeling-dong. Na, da war's. Und gerne beim nächsten Mal wieder vorbeischauen. Bis dahin sagen wir beiden tschüss. Ciao.